Servus und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge LS17 Nordfriesisch Marsch. Sorry, wir sind hier gerade dabei, Ballen zu pressen, Grasballen, müssen natürlich noch wickeln, Düngestreuer. Wir werden jetzt eine Wickelmaschine hier mieten. Für 3.360, okay, ja. Und wir mal gucken, dass der hier dem Kurs auch die Fettarbeit. So. Genau, das ist dann nämlich jetzt, hat der erkannt, okay, der hat ein Arbeitsgerät. Hätte 2,5 Meter weiter links. Ein bisschen runterdrosseln auf 16 Kilometer pro Stunde. Dann sollte das eigentlich gut passen. Hier kriegen wir gut Ballen zusammen. Sehr schön. Nein. Jetzt mache ich den ganzen Drescher hier, den ganzen Meer hier weg. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. So. Dann werden wir den Ballen jetzt auch noch hier auf Kurs bringen. So, kommt einiges zustande, ne? So, was brauchen wir jetzt? Was brauchen wir jetzt? Wir brauchen jetzt im Prinzip einen Anhänger, wo wir die draufladen können. Dazu nehmen wir am besten einen Fliege-DPW oder wir mieten uns, was ich lieber hätte, einen LKW. Am besten direkt mit Dings drauf. Das wäre im Prinzip dann... Hier der? Hier der?
Wie viele Ballen kann er laden? Der kann Quaderballen, 22 Rundballen. Okay, ist schon einiges. Wie viel würde der in der Miete kosten? 21.000. Okay. Das ist also nicht so das Ideale. Der kostet wahrscheinlich mehr. Wie viel kostet der MN? 23.000. Eieieiei. Gut. Drei, sechs. Ich will nicht jetzt zu viel mieten, Mensch. Hey, du hast Ballen vergessen. Du hast einen Ballen vergessen, so. Nicht schön, sollte reichen. Klar, die Ballen stören jetzt hier. Von dem Grund her, werde ich auf jeden Fall die Beine weglassen. Die Beinpresse. Und nur mähen lassen. Und anschließend schnell mit der Beinpresse drüber auf dem gleichen Kurs. Wird dann, glaube ich, einigermaßen besser laufen als jetzt. Wir lassen ihn mal laufen, mal gucken, wie viele Ballen er kriegt. Den hier würde ich gerne dann entlassen. Oder? Komm, nee, wir fahren durch. Na komm, egal. Egal. Schluss mit der Diskussion. Kurs kann raus. Es fällt noch einiges an Gras über. Aber wir fahren jetzt zu. Komm, wir fahren jetzt zu G9. Nehmen da die Beinpresse schon mal mit zumindest. Werden dann dort pressen. G9 ist ja auch ein Grasfeld. Ein relativ großes schon. Wo wir auch schon relativ viel machen können. So. Hoppala. Wie fahre ich denn jetzt hier wieder? Ich lasse mal klein die Minimap. Da lang. So, falsch an den Stein der Ecke. Muss ich wirklich zugeben. Aber ich glaube, wir finden es. Müsste jetzt nämlich da gegenüber sein, genau. Beim Presse abkoppeln. Kursaufzeichen beginnen. G9, korrekt.
Ist auch schon relativ groß, das Feld. Von daher kommt schon einiges an Gras zusammen für Silage. Speichern unter G9. Dann werden wir einmal gucken, was sagt er. Okay. Speichern G9. Man. Und einmal. Fangen wir an. Hast jetzt nicht ganz so viel zu tun, aber es läuft. Ihr macht auch schon was fertig. Ihr, das läuft auch. Dann brauchen wir jetzt doch noch irgendwas, um die Ballen runterzukriegen, weil das sind schon einige Ballen. Ich werde nochmal einen Kredit aufnehmen. Wir brauchen wirklich... Geld. Passt auf, dann mieten wir hier einen MAN. Rundballenaufbau. Felgenfarbe, Design, Universal Autoload, klar. Material, Metall. Ach, machen wir Holz. Kostet sonst zu viel. Abstreifkante, nein, egal. Und von daher werden wir jetzt mieten. Ja. Immer hier das Problem mit dem Graben. Mal gucken, ob wir den Graben auf Dauer zuschütten. Dann gibt es da keine Probleme mehr. Werden wir mal sehen. Da ist er. Quaderballen, wir brauchen Rundballen. Danke. Nein. Falsches Feld, falsches Feld. Vorne das Feld.
Da kommen doch schon einige Ballen zusammen. Wie viele Ballen sind es? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 Ballen schon. 18 Ballen, der da kommt. Läuft doch. Wenn wir den Wagen voll haben, knapp 3,5 hatten wir ausgerechnet. 3,4, 3,5. Ich rechne mit mal 3,4. Bei 22 Ballen kommt eine ordentliche Summe auf jeden Fall zustande. Knapp 74.000. Von daher, das lohnt sich doch auf jeden Fall. Klar kostet es viel Zeit, es kostet auch viel Geld, aber es rentiert sich. Würde ich mal so behaupten. Zwei Ballen passen noch drauf. Komm, fahr. Gib Gas. Ich brauche noch zwei Ballen. Zwei Ballen brauche ich noch. Ein Ball noch. So. Dann werden wir die Fahrer auf jeden Fall heute noch verkaufen. Wir müssen nach... Wo ist es? BGA Mitte. Das wäre... Hier unten direkt. Da runter, dahin. Okay. Werden wir wohl hinkriegen. Für 74.000, die ungefähr rauskommen sollten, kann man eigentlich nichts sagen. Eine Fuhre hier, Silageballen. Wir werden die einfach reinschmeißen.
Okay, 2,6 pro Ball. Dann ist ja nicht ganz so viel Geld. Aber kommt trotzdem einiges zusammen. 2,6 ist auch schon gutes Geld. Pro Ball. Wir kriegen die Gärresse-Gülle, also Gärresse kriegen wir hier raus. So, 139.000 haben wir jetzt. €145.000. Da kann man noch nichts sagen, oder? Da kann man nichts sagen. Und hier die Gärresse steigen. Davon können wir Wasser produzieren, das Wasser dann wieder verkaufen oder selber nutzen. Oder Dinge herstellen. Alles möglich. Aber wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich danke euch soweit fürs Zusehen. Hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen und ein Abo da. Und wie gesagt, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschüss.